Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Ja, das wird er wohl machen. Zurück zu Cairn und alles ist vorbei. Was jetzt? Untersuchung läuft. Was gehört nicht hierher? Hier ist nichts. Aha. Ja, ich konnte ihn nicht töten. Der andere Typ hat hergeguckt. Er baut eine Mission neben einem Vulkan. Ah, guck doch weg. Ah. Überall diese verdammte Asche. Na, ich hab nicht mal mehr Giftpfeile. Okay, ich probier's jetzt einfach. Gerade viel Funkverkehr. War klar. Ich hol sie mir von hinten. Okay, bringen wir's hinter uns. Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Okay, dann probieren wir es anders. Wenn sich unser oder? Status ändert, sagt er es uns schon. Er weint. Er weint. Nur noch du, oder? Jetzt endet es! So. Dann kommen wir auch ein bisschen voran bei dem Spiel hier. Hat natürlich niemand gehört. Hier spricht Rogue. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole, euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Ich komme. Wer kann da warten, dass da auf einmal zu Hölle ist? Allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich. Aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Bitte, bitte, bitte versuch's hier bei uns. Okay. Also natürlich nehme ich das, aber... Okay. Als würde Croft mit uns Katz und Maus spielen. Wenn Crofts Freund hier ist, wo ist sie? Er hat sie immer noch nicht. Nein, Sir. Tut mir leid, Sir. Das reicht mir nicht. Ihr Freund hat die Schatulle. Holt sie raus. Ja. Das ist vorbei. Er kann nirgendwo hin. Oh mein Gott. Ich dachte, er meinte mich. So, nicht umdrehen. Hab dich. Wenn Mayava hier ist, wo ist Croft? Wir haben sie immer noch nicht. Unglaublich. Sie ist verdammt gut. Das muss man sagen. Ja, und wenn wir sie nicht finden, bevor sie uns findet, wird sie nicht. Sehe ich lieber mal um. Ihre Siegesserie endet. Oh, fuck. So, geht doch.
Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Okay, alle gelootet. Dann mal weiter. Zuckerrohr, alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. In dem Bereich... Das war knapp. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Sie hält sich für klug. Dabei weiß sie überhaupt nichts. Echt, meinst du? Dass man aufpassen sollte, was man so im Maisfeld begegnet. Ich hoffe, er macht keinen Scheiß. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich verliere den Verstand. Warum haben sie das Los so geht's. Viele? Ich übernehme die Spitze. Hey, wo ist James? Ich versuch's von der Seite. Hey. Das, Alter. Ich wiederhole. Ziel am Boden. Eigentlich hätte man mich nicht sehen dürfen. Ich weiß, dass Ach, du da bist. Von hier. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen. Aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Ich da drüben. Es ist sie. Müssen sie doch verarschen. Okay. Machen wir das so. Wenn es nicht anders geht, dann machen wir die John Rambo Taktik. Nein, ich bin noch hier. Feuer einstellen! Hört auf zu feuern! Oh ne, der Heli. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brenner Deacon Team. Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Wir holen sie uns. Hatte ich nicht noch eine bessere Pumpgun? Wahrscheinlich nicht. Ey! Was zur Hölle? Das war einfach. Lara, ich bin in dem Heli. Ich hab den Piloten. Was? Schnell. Okay. Doch nicht okay. Anderen Weg suchen.
die Schatulle. Nein! Jonah! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Oh Gott. Bereit? Oh ja. Alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wäre es gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Mann, war das blöd. Dann mal hinterher, oder? Oh, fuck. Scheiße! Versuche Kaltstart! Scheiße! Moment noch! Empfang! Scheiße! So, Jalera. Sollte ich sonst drauf, als wie auf das Haus, was auf einmal von links kommt? Ja. Sag mir das bitte mal einer. Okay, jetzt for real, ne? Kann ich eigentlich auch rechts längs? Jo, okay. Nichts anderes gehört. Nur eine Chance. Das hätte auch schief gehen können. Wie weit ist es noch bis bei Titi?
Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Stadt der Schlange. Okay. Dann gucken wir mal, was wir... Aua. Ach, da ist mein Lagerfeuer. Unfassbar, wie erwachsen Edsley... Rede doch weiter. Oh. Stoff. Machen wir mal das. Das. Das hier. Ja, okay. So, welches ist besser? Auf jeden Fall die, okay. Alles brauche ich Fell, das macht doch gar keinen Sinn. Oh, ich könnte die... Die ist halt schon besser, ne? Kann ja auch nichts ändern, also lassen wir das mal so. So, unsere Fähigkeiten können wir jetzt auch noch. Da haben wir 9 Stück. Das heißt, wir können einige Sachen machen. Das hört sich gut an. Das hört sich auch gut an. Nehmen wir noch das. Das. Und dann können wir gar nichts mehr machen. Sehr gut. Dann hätten wir das auch. Und dann können wir mit Edsley reden und dann können wir weitermachen. Nachdem sie mit Edsley gesprochen haben, ist die schnelle Reise nicht mehr
verwendbar, bis die Story-Kampagne abgeschlossen ist. Uhu. Also wir gelangen zu Ende der Story. Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel.